Hallo und herzlich willkommen hier im wunderschönen Seeland zu einem ganz spontanen Videoblog. Ha, cool. Leute, ich bin hier beim Entstehen der Robert Walser Skulptur dabei. Ich möchte die Gesellschaft jetzt nicht wirklich filmen, denn ich weiß nicht, ob die alle damit einverstanden sind. Ja, Luca Dosso, salut Thomas, du bist gerade live on stage. Okay. Haben wir heute aufrichtig? Ja, heute ist ja fest. Cool. Das sind die Leute, die heute Ding gemacht haben, eben die Brücken, oder? Ja. Heute macht das Lichtfest hier oben. Geil. Und wir sind ja froh, dass die Brücke jetzt von diesen professionellen Leuten gemacht wurde. Ja, nicht, dass du einstürzt am Schluss, oder? Genau. Mit stolz emporgehobenem Blick der neuen Brücke recht viel Glück. Wir bitten Gott, der Ingefahren uns alle Zeit so treu bewahrt. Er möge das Bauwerk hier bewahren vor Not und Schaden aller Art. Nun nehme ich froh das Glas zur Hand, gefüllt mit Wein bis an den Rand. Und mit dem vollen Saft der Reben will jedermann die Ehr erheben. Wie sich's nach altem Brauch gebührt, wenn so ein Bau ist ausgeführt. Das erste Glas dem Künstler und seinem Team. Hoch! Das zweite Glas der Berner Fachhochschule. Hoch! Das hier ist übrigens der Haus- und Hoffotograf des Künstlers. Ich habe für dich dort die Ausstellung gesehen. Vor allem, wir haben das ja schon in anderen Ländern gemacht. Wo ist der Unterschied hier in der Schweiz zu den anderen Ländern? Ja, eigentlich, ich muss auch sagen, ich war nicht an die anderen Ausstellungen von Thomas, nur in Venedig und noch ein paar andere, aber zum Beispiel Gramsci Monument, ich war nicht da. Aber ich glaube, Gramsci Monument war ungefähr die Hälfte. So groß. Genau. Eigentlich, das wir, glaube ich, das größte Projekt von Thomas. Schon? Krass. Ja, also ich finde es mega beeindruckend, was da schon in diesen 4 Wochen ist jetzt, oder? Der Bau etwa 4 Wochen. Ja, genau. Was in dieser Zeit hier entstanden ist, das ist mega krass. Und ich zeige euch das mal. Also, was wird hier unten gemacht? Das ist so eine Arena hier. Ja. Hier werden manchmal Filme projiziert und so weiter. Ja. Das ist wie eine Arena eigentlich, das ist hier zum Sitzen und da unten vielleicht gibt es eine Performance oder ein Theater. Und das mit dem Lesen? Lesen, das ist auf der anderen Seite. Ja, nein, eigentlich Lesen, wie sagt man, Lektürkonvokant, das wird, das ist genau so eine, wie sagt man, es hat 38 Kollaborationen. Und Lektürkonvokant, laut lesen. Das hat keinen Raum. Das heißt, Sie können dann entscheiden, wohin wollen Sie lesen. Okay, es ist nicht festgelegt, da oder nein, da. Nein. Jeder kann dort lesen, wo er gerne möchte. Genau. Ja. Oh, cool. Genau. Oh, da müssen wir beide arbeiten. Ich weiß nicht mehr wer, aber die Idee ist aufgekommen, Holzfachschule zu fragen, die Brücke zu fragen. Ist das du gewesen? Ja. Ich habe gewusst, als wir aus dem Büro gegangen sind, jetzt gibt es eine Chance, dass das Robert Walser Skulptur existiert. Vorher nicht. Dass die Brücke eben vorfabrizieren und dann hierher bringen, was auch tatsächlich der Fall war, das ist 1,5 Stunden gegangen, ist die Brücke da gewesen. Das heisst, nicht wir da haben müssen tagelang quasi den Weg blockieren, um die Brücke zu machen. Und darum, die Gründe, die dazu geführt haben, dass die Brücke jetzt in die 3 Elemente verbindet. Es gibt einen 5. Grund, tatsächlich, der bleibt aber kein. was ich super gefunden habe in dieser ganzen Konstruktion, außer eben das erste positive Empfang von Herrn Österle, ist, dass die Studentinnen und Studenten nachher enthusiastisch gewesen sind. Ich bin bei ihnen gesehen und habe die Brücke, ganz viele Modelle, die sie gemacht haben, angesehen. Die haben es ernst genommen, die Ernsthaftigkeit, die haben den Bericht geschrieben, wie man das macht, wie man das aufbaut, Vorteil, Nachteil. Ich habe das super gefunden, als ich bei euch gesehen habe.
Und die, eben, ich streiche raus, die Ernsthaftigkeit, der Enthusiasmus und was sie da gewesen sind, was mich überrascht hat und glücklich gemacht hat zum Zuschauen als Schweizer, die Effizienz, die die haben, das aufzubauen und nachher auch für uns den Aufbau zu machen. Die Effizienz. Unheimlich. Das hat mich begeistert. Einfach jede Geste ist ausgedacht, eine andere gibt sich. Und ich finde, das ist etwas Schönes, zuzuschauen, wie Leute mit Werkzeug, ohne Werkzeug, mit dem Holz arbeiten und etwas konstruieren. Und alles geht in eine Richtung, die nachher eine Stabilität ergibt. Darum danke vielmals der Schule, der Schulleitung und eben vor allem auch ihr Studierenden und Gast, die ihn angenommen haben, ernst genommen haben und jetzt das und die Brücke gemacht haben. Als letztes möchte ich einfach sagen, die Brücke ist jetzt da, die Brücken sind da, die Verbindung ist da. Es liegt jetzt an uns, den Aufbau weiterzuführen. Und vor allem dann, nach dem Aufbau, hoffen wir, dass ihr kommt, jeden Tag 12 Stunden, wie ich da jeden Tag 12 Stunden bin, um den Robert Walser neu zu denken. Danke vielmals. Bravo!